Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich und willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich bin hier gerade gespawnt nach der letzten Folge und ich habe in irgendeine Richtung geguckt und da war irgendwas Legendäres. Irgendwo ist hier was Legendäres in der Nähe. Irgendwo. Hä? Ich hab's doch ganz genau gesehen. Check ich nicht. Hier war eindeutig was Legendäres. Ich war nämlich... Wo waren wir? Ich hatte zuerst in die Richtung geguckt. Also ich stand hier oben. Genau, ich kann mich erinnern, dass wir hier gerade waren. Ich war hier oben. Und da hinten war ein Kampf gegen... Brandbestie. Und da habe ich in die Richtung geguckt und da stand irgendwas legendär. Ich habe es natürlich nicht aufgenommen. Und dann dachte ich, ja gut, nehme ich hier auf und töte den Legendären, aber Bethesda verarscht mich. Hallo? Achso, das sind die Dinger. Ich dachte, hier ist irgendwas. Ja gut. Scheiße ist halt, dass ich jetzt all mein Zeug verloren habe. Meinen ganzen Schrott. Positiv ist dabei, dass ich meine Lagertruhe nicht weiter voll machen kann mit dem Scheiß. Oh Mann. Da, nix. Mann. Keine Satelliten mehr hier. Kannst du haben. Selbst er will das nicht haben. Ah, die Atomraketenschlüsselkarte habe ich immer noch. Ich wollte ein paar Hilfsmittel verkaufen. Du hast 1400... Was hast du? Der 1400 Kronkorken. Plötzlich. Das letzte Mal hat er 200 Kronkorken. Meine Cam ist irgendwie kacke. Hallo, Cam? 60 FPS, kriegst du das hin? Okay, das Problem ist natürlich, jetzt habe ich alles verloren, was ich eigentlich verkaufen wollte. Ja, kriegst du das. Hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Toll. Ich bin gestorben und habe alles verloren. Hier kriegst du XL. Also ich habe mir für alles Reserven gemacht. Das heißt, alles, was ich jetzt dabei habe, kann eigentlich verkauft werden. Natürlich nicht die Super Stimpacks, ne? Aber der hier kann weg. Kannst du nicht unten bleiben? Fang von oben an. So, Ameisenfleisch kann weg. Buffout wollte ich als Reserve behalten. Das behalte ich auch. Das ist Honig. Der gibt mir nur 3% Essen. Wird aber nicht schlecht. Deswegen behalten wir den. Und der hier gibt mir 10%. Leuchtendes Fleisch. Hier, das leuchtende Steak. Obwohl, das kann ich noch essen, ne? Zeige aktuelles Inventar an. So, okay. Ja, scheiße, mein ganzes Zeug, was ich hatte, ist weg. Ich wollte es verkaufen. Ah, was hast du so an Waffen? Ja, nichts. Bereit, Handel einzuleiten. Irgendwann müssen wir das Zeug hier auch kaufen, aber ich bin zu geizig momentan. Ich habe einfach nicht genug Geld. Wenn ich Geld ohne Ende habe, dann kann ich es machen. Spind. Bauplan Terminal. Ihnen heute helfen? Schlüsselkarten, Schaltplatte abrufen. Was? Zugangskarte für mein Zuhause oder so? Kann das sein? Ich weiß nicht, was das sein soll. Bereit zum Tausch von. Hier steht doch nichts. Aber 2500 Kronkorken. Leistungsstarker Beta-Wellentuner. Für Ultrazit-Lasergeschütz. Keine Ahnung. Na gut, gehen wir raus. Ja, ich habe jetzt einmal jetzt doch verloren. So, hier soll irgendwo eine Karte mit Steckplätzen sein, ne? Wir sind da. Da ist noch einer. Den kennen wir auch. Ah, den kannten wir noch nicht. Levisburg kannten wir noch nicht. Charleston. Station. Pleasant Valley, der Sumpf,
Morgentown. Station Grafton. War das hier die einzige Station? Also hier wohnen wir. So ist der That's Delphi Guy immer hochgekommen. Heißt, die beste Position wäre eigentlich hier. Wo wir ja bauen wollten, Bifesta. Erinnerst du dich, Bifesta? Da wollte ich bauen. Kein Schwein wäre da hingekommen. Aber nein, zwing mich da oben direkt neben der Scheiße zu siedeln. Naja, gut. Reisen wir hier weg. So. Guck mal hier, Levisburg. Da sind die gerade. Aber wir wollen jetzt erstmal hier hin. Weil der Weg da hinten ist, der ist mir zu weit. Ich habe da jetzt keinen Bock hinzulaufen. 42 Kronkorken, ne. Ich bin geizig. Ah, Leute. Der Kampf gestern. Oh. Wäre dieser Mr. Andy nicht gewesen, wäre ich nicht ganz so nervös gewesen. Dann hätte es vielleicht noch hingekriegt. Ich meine, natürlich war er dreimal in Level 120 oder 115, was da auch immer war. Aber wie ihr seht, Level ist nicht alles. Manchmal ist der Überraschungseffekt wichtig. Nur leider hab ich's verkackt. Erst mal zwei Schüsse daneben gesammelt und die falsche Waffe verwendet. Ich hätte meine Powerrüstung ausziehen sollen, hinschleichen sollen, hinter ihm her, ihn wegballern. Der wäre gar nicht zu mir gekommen. Der wäre gar nicht so schnell zu mir gekommen, da wäre ich schon wieder weg. Ich muss versuchen, cool zu bleiben in solchen Situationen. Ich muss einfach versuchen, cool zu bleiben. Dieses Sniper von hinten ist natürlich cool. Aber wenn die Typen so viel Leben haben. Ich sollte aufpassen. Ich bin jetzt hier ein Opferkind gerade. Mit der 10 mm kann ich schon ziemlich viel reißen. Du hast dich von Glühpusteln erhöht. Ich war krank. Ich erinnere mich nicht. So, oh, kurz gucken, wo der Typ gestorben ist. Nicht hier in der Nähe, ne? Hier, guckt euch die an. Wir arbeiten zusammen, man merkt das. Ja, die haben beide 6 Kills. Ich habe 0 Kills. Mal gucken, vielleicht. Ich meine, jetzt bietet sich ja wirklich die Gelegenheit, solche Leute zu jagen. Das heißt wirklich Platz 1, die sind halt am gefährlichsten. Wenn ich da jetzt hinschleiche und die jetzt irgendwie erwischen kann. Ich meine, klar, die sind zu zweit und wenn ich meine Powerrüstung ausziehe, ist ein bisschen gewagt. Ich werde noch ein bisschen leveln, bis wir irgendwann auf Menschenjagd gehen können, also richtige Menschenjagd. Dann müssen wir noch ein bisschen was machen. Rüstungsteile, ja, wo wir Minusschaden von Spielern kriegen. Meine jetzigen habe ich ja alle weggeschmissen, weil die waren sowieso ab Stufe 10 oder was weiß ich. War ja eh nicht. Kannst du eh nichts mit anfangen. Ich brauche halt Stufe 50 Sachen, wo Minusschaden gegen Spieler ist. Nur dann kann ich es wirklich dauerhaft schaffen, Kämpfe zu gewinnen. Mr. Handys. Camp Mick Clintock. Nice. Sind Sie etwa vom Weg abgekommen, Kadett? Schwingen Sie Ihren fleischigen Hintern zum Master Sergeant. Und zwar pronto. Ich glaube nicht, dass das gesund ist, Quartiermeister. Kadett, falls Sie nicht verschrottet werden wollen, schlage ich vor, dass Sie sich im Verwaltungsgebäude beim Master Sergeant melden. Aufseher-Logbuch, Mac Clintock. Aufseher-Logbuch, Camp McClintock. Vielleicht drehe ich langsam durch, aber es war schön, die Uniform anzuziehen und mit ein paar Roboter-Ausbildern so zu tun, als ob. Ich glaube, ich habe sogar noch ein paar Dinge über das Schießen gelernt. Jetzt, da ich in der Army bin, lautet da mein offizieller Titel Aufseherin Private oder Private Aufseherin? Mal sehen, ob ich ein paar automatische Identifikationssysteme täuschen kann. Ich weiß nicht, ob sie vorher oder nachdem sie angeschossen wurde, hier gelandet ist.
Aber wir haben jetzt einen großen Wasserspinner. Das freut mich. Progress, Freunde, Progress. So, gehen wir mal wieder hoch. Aber der mich getötet hat, hat den gleichen Hammer wie ich. Glaube ich zumindest. Oder mein Vorgänger. Tja, was haben wir denn hier? Was in drei Teufelsnamen? Sie tragen keine Uniform, Kadett! Und Sie haben keinen Uniformgutschein? Sie werden mit Helm und Kampfanzug der Army oder überhaupt nicht zurückkehren! Okay, wo komme ich das hier her? Erstmal das abgenutzte Klemmbrett. So. Name Jackson Lawrence, Kaserne Alpha, Gutschein abgeholt, Uniform ausgegeben. Shit. Ich muss einen finden, der nicht ausgegeben ist. Komm, nehmen wir noch ein paar Sachen mit, die dann einer, der mich töten kann oder tötet, bekommt. Ich meine, im Endeffekt, ich brauche jetzt nicht mehr so viele Ressourcen. Wird schon gut werden. Da ist Mr. Hans-Dieter, ne? Die sind noch Platz 3. Majorski hat 11 Kills. Wo hat er denn so viele Kills gemacht? Du bist Majorski, ne? 88 nur. Aber die Verführung ist so groß. Das Problem ist bei solchen Dingern, dass ich höchstwahrscheinlich nicht der Einzige bin, der dahin rennt. Und ich würde halt nur auch nur 100 Kronkorken bekommen. Es lohnt sich jetzt nur Sebi. Nix bekommen, cool. So. Wo muss ich jetzt hin? Tägliche, ja, die tägliche muss weg. Die verwirrt mich gerade zutiefst. Ja. Ich komme hier durcheinander mit den Tasten. Tägliche, tschüss. So. Dann kommt das weg. Und Bootcamp Blues kommt weg. So. Geht doch. Viel bessere Orientierung jetzt. So, wo ist der Zettel? Ich sehe irgendwas. Eine Sonnenbrille. Genau das, was ich gesucht habe. Nicht. Aber zu einer Suche in der Kaserne nach Private Archibalds Uniformgutschein. Oh, easy. So, setze einen Armeehelm auf. Ach, mehr nicht. Anstalt. Ist doch dasselbe, oder? Bergarbeiter. Habe ich einen Armeehelm? Nee, müsste ich wahrscheinlich erstmal suchen. Muss ab und zu gucken, dass wirklich in meiner Nähe nichts getötet wird. Aber ich habe schon mal einen Gutschein. Wo kann ich den einlösen? Ah. Uniform ausgegeben. Dankeschön. So, ganz oben wahrscheinlich. A wie Armee. Nee, A wie Anstalt. Outfit eines Gelehrten der stehenden Bruderschaft. Du kannst du nicht ausrüsten, solange eine Power-Rüstung trägst. Ja gut, dann halt nicht. Hey. So, ich trage jetzt zwar keinen Helm, aber egal. Und ich habe mal wieder Duest. So, gib her das Zeug.
Gut, Chefe, ich bin bereit. Lege eine Uniform an. Ich hab die Uniform drunter. Ich hab eine verdammte Uniform an. Geht doch. Genau das will ich sehen. In Schale geworfen und bereit für ihr Land zu sterben. Was? Es gibt 3 Trainingsübungen, die Sie absolvieren müssen. Treffsicherheit, Beweglichkeit und Patriotismus. Wie alles im großartigen Appalachia sind unsere Parcours automatisiert. Überschätzte Säugetiere wie Sie können also nach Belieben antreten. Wenn Sie die Parcours zu meiner Zufriedenheit abschließen, geht es weiter mit dem richtigen Test. Wegtreten! Kleine Frage, wenn du deinen Hut verlierst, wer hebt ihn auf? Der sieht jetzt nicht irgendwie festgeklebt aus, ne? Der liegt einfach nur lose drauf. Und es sieht nicht so aus, als hätte er irgendein Werkzeug, um das zu greifen. Vor allem nicht damit. So, okay. Jetzt müssen wir noch mehr aufpassen, sonst werden wir weggeballert. So schnell können wir gar nicht gucken, wie wir tot sind. Oh, ich ohne meine Rüstung, ey. Dafür komplett nackt durch die Gegend. Aber mittlerweile können wir eigentlich schon wieder was, fast schon wieder was anziehen. Seit 5 ruhmreichen Jahren US-Soldaten ausgebildet. Ihr seid die letzten Kadetten, die von waschechten menschlichen Ausbildern trainiert wurden. Also geht da raus und zeigt ihnen, dass der traditionelle Weg der beste Weg ist. Ich will, dass ihr... Darf ich unterbrechen, Sergeant? Das wäre dann alles. Danke, vielen Dank. Als Ihr Governor möchte ich sagen, wie unglaublich stolz ich auf alle Söhne und Töchter Appalachias bin, die heute hier ihre Ausbildung abschließen. Die Zukunft von Appalachia wird noch strahlender sein, als sie schon ist. Denn ein neues Zeitalter der Automatisierung steht bevor. So werden neue Soldaten schneller und effizienter für den Einsatz an der Front ausgebildet. Heute aber ist Ihr Tag. Viel Spaß beim Feiern. Danke. Schieße auf alle Ziele. Was? Sind das die Ziele? Was sind denn die Ziele? Warte. Sind das die Ziele? Habe ich es geschafft? Ich check's ja nicht mal richtig. Schießtraining begonnen. Ich kann schießen. Ihr habt mir ja nicht mal eine Waffe gegeben. Die Waffe musste ich sogar selbst mitbringen. Hallo? Bewegung, Kadett! Sie verpassen noch den besten Teil des Krieges. Sie wissen ja, wie es läuft, Kadett. Schalten Sie die Ziele so schnell aus, wie es Ihr lahmes menschliches Reaktionsvermögen zulässt. Okay, wir müssen alle Ziele treffen. Und los! Bam, bam. Hat schon angefangen? Hat, glaube ich, noch nicht angefangen, oder? Ah, jetzt doch. So schluderig, wie ich es von einem Bodensoldaten wie Ihnen erwartet habe. Aber zum Glück ist das hier kein Schönheitswettbewerb. Passt schon, Kadett. Passt schon, perfekt. Zwei Aufgaben. Schwingen Sie die Hufe und setzen Sie sich in Bewegung. Vor allem, ich hatte ja nicht mal eine ordentliche Waffe. Hätte ich auch mit meinem Lasergeschütz einfach reinschießen können und streuen können. Hätte ich auch irgendwann alles getroffen. Mit ein bisschen Glück sogar mit Weltrekord. 20 Kronkorkis. Nice. Wir sind immer noch die Stufe 50. Eigentlich müsste ich hier umherziehen und Leute töten. Um Stufe 50 zu kriegen. Na gut, dann wird es wohl erst morgen. Anweisung. Jimmy Trofa und Jiwan Jun wurden bezichtigt, kollektives Handeln zu unterstützen. Die Einstiegsdroge zum Kommunismus. Sprechen Sie mit den mutmaßlichen Verrätern, durchsuchen Sie Ihr Zimmer und finden Sie Hinweise auf den Kommunisten in Spe und entlarven Sie ihn. Um zu bestehen, sammeln Sie Beweise dafür, bei welchen Jungen es sich um einen zukünftigen Kommunisten handelt. Hinweis, alle Kandidaten müssen sich vor dem Beginn des Trainings beim Master Chess... Ja, komm. Kurs starten, komm. Zieh's durch.
Sie Ihre Quartiere. Wenn Sie die Hinweise auf den Roten gefunden haben, kehren Sie zum Terminal zurück und bringen Sie Ihre Beschuldigung vor. Okay. Hallo, Trover. Meine Vorfahren sind auf der Mayflower hergekommen. Das ist eine Aus... Alles klar. Du bist unschuldig. Mein Lieblingsfeiertag? Na, das ist auf jeden Fall der 4. Juli. Hier geht's um diesen amerikanischen Traumding ins Kirchens. 4. Juli, hast du nicht gesehen? Hier ist es ganz anders als in San Francisco. Die Winter sind ziemlich kalt. Jianju, aha. Sehr, sehr verdächtig. Ich nehme das Kissen an mich. Und dann schlafe ich in deinem Bett. So können wir prüfen, ob du schuldig bist. Weil wenn ich danach tot bin, bist du schuldig. Aber ich glaube, mit der Puppe funktioniert das nicht. Spüllappen. Amateurfunkbox. Ich muss sagen, bei dem einzigen, bei dem was zu finden ist, ist glaube ich bei dem hier, weil der ein Terminal hat. Alle anderen scheinen so ja ziemlich witzlos zu sein. Eine Kaffeetasse, du bist schuldig, du trinkst Kaffee. Ich habe keine Ahnung, was soll ich sagen? Also hier ist nichts. Trovers Tagebuch, 9. Juni. Eintrag für 6.9. Ich fasse es nicht, dass Mama und Papa mich gezwungen haben, diesen Job an der Getränkebar anzunehmen. Mein Sohn, du musst endlich mal den Wert harter Arbeit lernen. Pah! Garys Eltern haben ihm zum 16. Geburtstag einfach ein Auto geschenkt. Aber ich werde es ihnen allen zeigen. Ich werde so hart arbeiten, dass diese Bar eines Tages mir gehört. Ich weiß nicht, ob das irgendwie für Beschuldigungen reicht. Ich bezweifle es stark. Ich brauche einen Schlüssel. Hast du einen Schlüssel bei dir? Deine Arschbacke wird's bedanken. Wieso hast du so ein schönes Bett und die anderen nicht? Unbeschädigte US-Flagge. Der hat ziemlich viel Zeug hier am Start, ne? Das ist verdächtig. Jimmys Tagebuch, 2. Mai. Liebes Tagebuch, heute haben wir in der Schule Franklin Delano Roosevelt durchgenommen. Oder FDR, wie ihn seine Kumpanen vermutlich nennen würden. Er hat so viel getan, um den Menschen dieses Land zu helfen, als die Zeiten schlecht waren. Er hat versucht, den Alltag der Menschen mit Hilfe der Regierung zu verbessern. Was für ein cooler Typ. Wenn er heute noch am Leben wäre, würde ich ihn glatt um ein Autogramm bitten. Oder vielleicht, dass er unserem Baseballteam beitritt. Verdächtig, Kollege, verdächtig. Ich führe jetzt trotzdem nicht weiter. Ja, mein Papa ist in der Gewerkschaft. Warum fragen Sie? Mein Terminal leistet mir Gesellschaft, während Papa unter Tage ist. Ich brauchte ein neues Passwort, also habe ich die Initialen von jemandem genommen, den ich sehr bewundere. Heute in der Schule. Mr. Brown hat heute bei einem Chemieexperiment in der Schule einen komischen silbernen Stein angezündet. Der hat sich durch Jianjus Tisch gebrannt. Mann, das war echt cool. Später gab es einen Test, bei dem ich nicht so gut abgeschnitten habe, weil mein Magen so knurrte. Ich wünschte, wir könnten frühstücken, so wie das andere Familien machen. Aber Papa meinte, wir hätten nicht genug Geld. Nach dem Unterricht wollte Mr. Brown, dass ich noch bleibe. Er hat mich gefragt, ob ich was gegessen hätte. Ich habe ihm die Wahrheit gesagt. Er gab mir was von seinem Sandwich ab. Er meinte, Leute wie wir, die Arbeiterklasse, müssten aufeinander aufpassen. Morgen soll ich nach dem Unterricht noch mal zu ihm kommen. Dann können wir uns weiter drüber unterhalten. Was er alles so in den Mund nehmen soll wahrscheinlich. Sandwiches. Bratwürstchen. Da war was im Wald.
Ich habe im Wald was zu essen gesucht, bevor Papa nach Hause kam, als ich diese große Kreatur sah. Sie war ganz bleich und hatte total viele Muskeln und keinen Kopf. Ich habe sie Morten genannt, aber sie wollte nicht kommen, als ich sie gerufen habe. Sie lief einfach weg. Ich nenne dich Morten. Komm mit, Morten. Wo läufst du denn hin, Morten? So stelle ich mir das vor. Ich rannte daher, aber sie war schneller. Wo findet Morten wohl so viel Essen, um so groß zu werden? Papa hat wieder gehustet. Papa. Okay. Papa hat die letzten paar Tage wie verrückt gehustet, aber sein Chef im Bergwerk sagt, dass er trotzdem arbeiten muss. Ich mache mir echt Sorgen um ihn. Michelle sagt, seinem Papa geht es genauso. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich trommle heute meine Freunde zusammen, damit wir unseren Vätern gemeinsam dazu bringen können, einen Tag freizunehmen. Und vielleicht sogar den Tag darauf. Und dann darauf noch. Und auch noch weiter. Quasi wie eine Demonstration? Nennt man das Demonstration? Wenn eine Gewerkschaft demonstriert, sagt man doch Demonstration. Weil Demonstration hört sich für mich so an, als würde irgendein Wrackträger per Bildschirm irgendwas vorstellen. Ich bin verwirrt. Wir werden diesen Bergwerkbossen zeigen, dass sie uns nicht herumschubsen können. Ihre Arbeiter sind schließlich keine Figuren in ihrem kapitalistischen Plan. Wir werden einen Streik organisieren. Streik. Reicht eigentlich aus, ne? Ja. Bringe die Hinweise zum Trainingsterminal. Ach da. Ja, bla bla. Oh Gott, wie hieß der denn? Wieso liegst du da? Jimmy. Jimmy war's. Der demonstriert gerne. Demonstrieren. Es hört sich immer noch so an, ich demonstriere euch heute den Masterplan. Es ist auch... Deutsch ist eine schwere Sprache, Leute. Ich bin kein Deutscher, es tut mir leid. Manche Dinge bleiben meinem Gehirn einfach verborgen. Ich weiß nicht, das... Diese Zweideutigkeit der deutschen Sprache. Jimmy beschuldigen. Ausgezeichnete Arbeit, Kadett! Ja, danke. Beweglichkeit. Oh Gott, ich bin überladen. Das kann nur gut werden. Ah, gut, wir schaffen es heute nicht mehr 50. Erst morgen wahrscheinlich. Schade. Aber ich wäre so gern 50 gewesen. Holen Sie die Tanzschuhe raus, Hautsack. Sie betreten meinen Beweglichkeitsparcours. Sie müssen jedes vorgesehene Hindernis so schnell überwinden. Ihre Füße sie tragen können. Bereit machen. Ich bin überladen. Muss ich die Dinger hier berühren? Ja. Oder auch nicht. Aktiviere vor Ablauf der Zeit alle Ziele. Also doch. Also rein theoretisch kann ich doch schummeln. Oder auch nicht. Ich muss die Parcours laufen. Hallo? Ach, ich muss das gar nicht berühren. Ich muss das hier nur antippen oder was? Nee, ich habe keine Ahnung. Das ist erledigt. Weiter zum nächsten. Easy. Ich war doch gerade. Hä? Ich war doch hier gerade. Soll ich hier springen? Ist es das, was ihr wollt? Hä?
Ich habe jetzt nicht geschummelt oder so, weißt du, aber laufen wir halt nochmal hier lang. Das ist doch pures Mobbing. Ihr Witz nicht funktioniert, was soll ich machen? Der Scheiß funktioniert nicht richtig. Ist doch nicht mein Problem. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Ich wiege viel zu viel. Kurbeln Sie den O2-Konverter an, Zweibeiner. Und gehen Sie zur Linie. Sie werden nämlich laufen, als würde es um Ihre Ehre gehen. Okay, kannst losgehen. Letzter Versuch, dann mache ich das offscreen. Und los! Okay, ganz gemächlich. Kein Stress. Es darf dieses komische Geräusch nicht kommen. Dann ist alles gut. Stell dir vor, jetzt kommt hier gleich ein Spieler an. Dann freut er sich natürlich einen Keks. Ich glaube, es war einfach nicht so geplant, dass ich hier durchrushe, oder? Doch, eins erledigt. Weiter so. Geht doch. Ich muss einfach langsam machen, weil es irgendwie auch keinen Sinn ergibt. Aber gut. Ist ein bisschen verwirrend, weil die anderen Punkte noch aktiviert sind, aber gut. Gute Arbeit. Jetzt nicht schlapp machen. Bitte was? Geht doch. Der Endspurt. Na los. Easy. Was für eine nervige Quest! Redet und schießt, wird es Zeit, ihr Können auf die Probe zu stellen. Begeben Sie sich zum Einsatzschießparcours. Aus Ihnen wird jetzt ein Soldat. Schließe das Einsatztraining ab. Alles klar, Freunde. Morgen Einsatztraining und vielleicht sogar Stufe 50. Oh, ich würde mich so freuen. Endlich Stufe 50. Mein Traum wird wahr. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so viele Folgen brauche, um Stufe 50 zu erreichen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.